im Bereich der Zulieferer der Luftfahrtindustrie, wo wir über die bestehenden Expertisen, die wir haben und Kompetenzen, geht es auch mehr und mehr mit unseren Werten, sei es jetzt mit der Aerospace oder mit der natürlich der Regelstadt, also mit der Regelstadt in Kaffenberg, in Bauteilfertigung gehen und so die nächste Evolutionsstufe im Sinne der Kundenbindung erreichen. Und wir sind definitiv in unseren Segmenten überall ein Vorreiter in additiven Fertigungsverfahren, additive Manufacturing, das heißt also 3D-Druck, nicht nur Pulverbettverfahren, sondern auch Metal Deposition, also Wire-based, das sind also drahtbasierende, großvolumige Aufbauverfahren. Wir decken hier Schritt um Schritt alle Technologien ab. Luftfahrt, insbesondere Sie sehen hier ein Bild, ein Wachstumstreiber für uns in unserer Division. Zwei Produktionsgesellschaften, wenn wir jetzt noch eine Ebene in der Steiermark in unsere HPM-Division einsteigen, Kaffenberg und Würzzuschlag mit 3.800 Mitarbeitern, eine sehr konstante Mitarbeiterzahl, die wir auch ausbauen. Es ist also nicht so, dass wir hier stehen trotz der Produktivitätszuwächse, sondern wir entwickeln uns weiter und mittlerweile mit immerhin 1,1 Milliarden Euro Umsatz nur in diesen beiden Werken. Neben den Aktivitäten, die ich bereits genannt habe, als Werkzeugstahl Vorreiter wird Flugzeugindustrie immer wichtiger mit und für uns. Vielleicht hier zu diesem Zeitpunkt bereits eingeflochten, die Division setzt mittlerweile um die 350 Millionen Euro in der Luftfahrt um. Damit sind wir schon einer der größeren Zulieferanten jetzt. Und unser klares Ziel ist es, und da werde ich bei den Investitionen noch darauf hinweisen, wir wollen in den nächsten 5 bis 6 Jahren auf 500 Millionen Euro gehen und damit einer der ganz großen Zulieferer in unserer relevanten Branche für die Luftfahrtindustrie werden. Warum die Luftfahrt ein Treiber ist, ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht so im Detail erklären. Sehr langfristig 40.000 neue Flugzeuge in den nächsten 20 Jahren. Das ist eine Größenordnung, die ist enorm. Natürlich auch etwas zyklisch, das ist keine Frage. Aber es ist eine der wenigen Branchen, die global nachhaltig aufgrund der Entwicklung der Mobilität, des Mobilitätsbedarfs wächst und daran partizipieren wir. War kein leichter Weg, muss ich sagen, dorthin zu kommen. Sich in der Luftfahrtindustrie zu positionieren, ist ein schwieriges Unterfangen, technologisch schwierig. Man braucht auch einen langen Atem, um die Zulassungen zu bekommen, um ein A-Class Supplier zu werden. Da braucht man schon einen langen Atem. Den haben wir Gott sei Dank nicht nur deshalb, weil wir die Technologien haben, sondern weil auch die Luftfahrt eingebettet ist in dieses Hochtechnologienetzwerk der Voestalpine und insbesondere der Voestalpine High Performance Metals Division. Lassen Sie mich jetzt, bevor ich zu den Investitionen komme, etwas den Hintergrund auch erklären, weil der Megatrend Digitalisierung ist ein wesentliches Element in unseren Entwicklungsstrategien, in unseren Innovations- und vor allem auch in Investitionsstrategien. Und wir haben dieses Thema Digitalisierung vor einigen Jahren begonnen und sehr strukturiert begonnen. Wir sind nicht hergekommen und gesagt, okay, jetzt ist Digitalisierung, wir machen das auch, sondern wir haben von vornherein klar strukturiert. Wir sehen 4 Pfeiler der Digitalisierung, die Smart Production, also Factory of the Future. Das ist jener Teil, wo wir die bestehenden Prozesse in den Werken abgreifen mit einem digitalen Footprint. Das ist die Smart Factory. Das ist dann im Wesentlichen ein Teil der Investitionen, die ich Ihnen präsentieren werde. Dann das Smart Product. Jetzt werden Sie natürlich sagen, na gut, die Burschen oder die Damen und Herren, Entschuldigung, die produzieren hier Edelstahl, Titan, Werkstoffe und Nickel-Basis-Werkstoffe. Wie kann man sowas einen digitalen Footprint geben? Das ist nicht nur am Produkt der Fall, sondern also am Werkstoff der Fall, sondern auch im weiteren Sinne dann über die Oberfläche. Wir sind dabei, zum Beispiel digitale Oberflächen zu entwickeln, also eine Oberflächentechnologie, die letztendlich kommuniziert dann mit der Umwelt, wie gut ist die Oberfläche noch im Schuss, ne?
bis hin zu Bauteilen, und das ist dann insbesondere über die 3D-Drucktechnik, die wirklich in der Lage sind, mit dem System rundherum zu kommunizieren und dabei der Maschine, in die sie eingebaut sind, die entsprechenden Informationen zu geben, aber auch Informationen an uns zurückzugeben, die uns wieder helfen, zum Beispiel weiterzuentwickeln oder den Zustand des Gesamtsystems zu beurteilen. Smart Sales, ein Thema, das man eigentlich so gar nicht noch im Fokus hat, aber was enorm wichtig ist. Das heißt, wie bringe ich in Zukunft meine Produkte an den Markt mit Storefront, mit Webshops, mit geschlossenen Plattformen und so weiter, und Smart Logistik, enorm wichtig, über die gesamte Wertschöpfungskette, vom Rohstoff bis zum Endprodukt. Wie manage ich meine Wertströme optimal, wie reduziere ich, gerade für uns enorm wichtig, global das Working Capital, da ist ja Unmengen von, das sind nahezu Milliarden Euro im Umlauf, wie reduziere ich das, wie steuere ich das? Das sind die vier Themenstellungen, auf die wir uns konzentrieren. Noch vielleicht etwas tiefer, warum Digitalisierung? Warum ist das heute dieses Thema? Digitalisierung, ich habe da ein ganz einfaches Bild gezeichnet. Sie sehen die blaue Linie, das ist die Kulminationskurve in einer Lebenszykluskurve, und das ist schon der Hinweis, unsere bestehenden Geschäftslogiken, so wie die gesamten europäischen Geschäftslogiken, sind doch am Kulminationspunkt der Lebenszykluskurve angelangt. Ja, was sind die zwei wesentlichen Themen der europäischen Geschäftslogik? Die waren immer Innovationsführerschaft in Produkt und Prozess, hier Höchstleistung auch in der Herstellung und dann der Export für diese Produkte nach Übersee. Ja? So, die Fragestellung ist natürlich, man hat jetzt über die Entwicklung der dritten industriellen Revolution, wo es schon Digitalisierung geht, hier die Prozesse sehr, sehr gut optimiert, die Produkte sehr, sehr gut optimiert, aber das waren zentrale Vernetzungen. Man hat also, was heißt zentral? Man hat eine Maschinenlandschaft für sich optimiert, man hat eine Produktlandschaft für sich optimiert, aber das limitierende Faktor war die Leistungsfähigkeit der Computer. Und die steigt aber, wie Sie wissen, alle zwei Jahre ums Doppelte, also sie verdoppelt sich. Ja? Natürlich sind die Computer jetzt in der klassischen Form auch nahe an dem Bereich, wo sie nicht mehr miniaturisieren können. Das heißt, sie haben ja heute Millionen von Bots, das sind die kleinen, also das sind diese kleinen Elemente, wo man die Entscheidungen trifft im Computer auf einen Stecknadelkopf. Ja? Aber das ist physisch begrenzt. Da haben wir noch Luft. Aber die Quantencomputer sind im Kommen und dann wird es eine ganz neue Möglichkeit geben. Aber da darf ich jetzt nicht zu tief einsteigen, wenn Sie mir erlauben, weil dann würden wir eine Stunde nur über dieses Thema sprechen. Aber diese Entwicklung der dezentralen Vernetzung der Leistungsfähigkeit der Computer hat es nun ermöglicht, dezentral zu vernetzen. Und ein Schlagwort ist die Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz, die das massiv noch forcieren wird. Kurze Verständnis, ja? Geht es da um vollkommene Individualisierung der Produktion? Oder? Die klare Richtung ist, und ich darf vielleicht beim nächsten Chart drauf eingehen, weil da kann ich Ihnen das noch einmal noch besser erklären, aber Sie haben vollkommen recht, es geht dahin, wirtschaftlichst wesentlich kleinere Losgrößen, wesentlich flexibler zu produzieren. Und eins darf man nicht vergessen, ein ganz wesentlicher Punkt der Digitalisierung ist die Ressourcenschonung. Ressourcenschonung ist ja eine Themenstellung, gerade für Sie ganz enorme, die uns ja massiv zu beschäftigen hat. Das beginnt beim Strom und geht aber auch bei dem Einsatz der Rohstoffe. Wenn ich jetzt meine Prozesse über die Digitalisierung enorm genau steuern kann ich natürlich auch den Ressourceneinsatz wesentlich reduzieren. Und ich wage hier die Behauptung, dass die Digitalisierung es uns ermöglichen wird, den Ressourceneinsatz, den wir heute antizipieren, um ca. 20% zu reduzieren. Das beginnt vom Strom, geht übers Gas, geht bis zu den Einsatzstoffen, geht über die gesamte Leistungserstellung hinweg. Und das sind eben Dinge, die wir jetzt ermöglicht haben. Und ein ganz wesentliches Element dafür ist die künstliche Intelligenz. Artificial Intelligence, insbesondere bei den
regelbasierten oder standardbasierten Entscheidungsprozessen, routinebasierten Entscheidungsprozessen, das heißt die Routinen, die sich wiederholen, wo ich ein großes Datenvolumen über künstliche Intelligenz abgreifen kann, strukturieren kann und dann in den Prozess einfließen lassen kann. Das ist also die Geschichte, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ist aber gerade jetzt das, wo wir die technischen Möglichkeiten haben, so wichtig? Wir haben auf der einen Seite, wir nennen das immer Brandbeschleuniger, das sind die Technologie, ja? Computerbasiert. Wir haben Roboter heute, die zusammenarbeiten können, ja? Robotics. Wir haben Artificial Intelligence, wir haben additive Fertigungsverfahren. 3D-Druck ist keine neue Technologie, meine Damen und Herren. Das ist eine Technologie, die gibt es seit 15 Jahren oder 20 Jahren. Aber erst heute mit dieser Leistungsfähigkeit dieser Computersysteme können wir wirklich diese Leistungsfähigkeit auch umsetzen in dieser Technologie. Smart Products, Augmented Reality, das sind die technologischen Treiber. Ja? Auf der anderen Seite, und das ist aber auch ein Brandbeschleuniger für die Digitalisierung, wir haben ein volatiles Marktumfeld. Ich sagte vorher schon, die Märkte sind nicht mehr so regelbasiert, da sind sehr viele andere politische Einflüsse, das bringt Volatilität, die Reaktionsfähigkeit muss da sein, die Flexibilität muss da sein, sich umzustellen, neue Bedürfnisse kommen. Digital Natives, die jungen Leute, die heute in dem Leben aufwachsen, die haben ganz anderen Approach, die haben andere Werte, andere Wertvorstellungen, die werden personalisierte Produkte. Ja? Und es geht dann nicht mehr darum, jetzt dein Produkt auf Lebenszeit zu haben. Es geht auch gar nicht mehr darum, etwas unbedingt besitzen zu wollen, sondern es geht auch darum, zum Beispiel eine Leistung abzugreifen. Und man sieht heute schon Modelle, wo man nicht mehr etwas produziert, zum Beispiel einen Kompressor, und der wird geliefert, sondern das Unternehmen, das den Kompressor produziert, verkauft Luft. Ja, das stellt dann hin, oder Rolls-Royce zum Beispiel, die neuen großen Triebwerke, werden nicht mehr verkauft an Boeing, sondern die verkaufen Flugstunden. Aber gleichzeitig dazu auch die entsprechende Wartung, das entsprechende Service und das sind neue Geschäftsmodelle, die alle unsere Geschäftslogiken beeinflussen. Und diese Marktinkubatoren und diese technischen Innovationen sind die Gamechanger, die in unsere Geschäftslogiken hineinwirken. Und dem müssen wir in unseren Strategien Rechnung tragen. Und daher haben wir unsere Strategien grundsätzlich auf diese vier Themenfelder aufgebaut, also Smart Products, Smart Factory, Smart Sales, Smart Logistics. Jedes für sich benötigt Artificial Intelligence. Aber wenn man dann diese vier Themen über künstliche Intelligenz zusammenführt, dann bekommt man Cyber-Physical Systems. Das heißt, man ist in der Lage, in Zukunft dann Leistungen anzubieten, nicht mehr die Hardware, sondern auch die Software dazu und eben so eine Pay-for-Use-Lösung, wie ich Ihnen zum Beispiel das gesagt habe, umzusetzen. Und das in diese Richtung gehen wir, wenn wir, und das habe ich Ihnen bei der Flugzeugtechnik zum Beispiel gesagt, aber wir sind auch dabei in Öl und Gas und in anderen Themen, wenn wir den Evolutionsschritt jetzt vom Werkstoffspezialisten zum Komponentenspezialisten hin machen, der dann mit der Smart-Product-Mentalität die Möglichkeit hat, direkt an diesen Systemen zu partizipieren. Das sind die Einflüsse, die wir im Hinterkopf haben. Und jetzt gehen wir darum in die Ebene der Hard Facts. Das Ganze beeinflusste uns schon vor einiger Zeit, eine langfristige Strategie aufzulegen, die letztendlich darin mündet, dass wir bis 2021 in diese Technologien, Fertigungstechnologien, ca. 500 Millionen Euro oder 500 Millionen Euro sind es fast punktgenau, vielleicht kommt noch was dazu. Ich würde, wenn ich so meine Herren anschaue, dort diese Erwartung durchaus als gerechtfertigt empfinden. Das investieren wir hier an unsere Standorte in der Steiermark und insbesondere natürlich am Schwerpunktstandort Kapfenberg. Und dass wir das Ganze nicht nur geplant haben und nicht nur am Reißbrett haben, zeigen die Fortschritte, und über die möchte ich Ihnen berichten. Wir haben schon erzählt, vor einem Jahr die Schmiedelinie für die Luftfahrtwerkstoffe in der BEG Kapfenberg, und ich darf Ihnen gleich jetzt noch etwas Guster machen zum Schluss von meinem Vortrag. Wir haben noch ein Video, wo Sie in Real Time sehen, wie diese Anlagen jetzt bereits laufen oder was sich dort bereits abspielt.
Metallpulveranlagen für 3D-Druck. Mit schon einem gewissen Stolz darf ich Ihnen sagen, dass wir in Kapfenberg das weltweit modernste Pulverzentrum für 3D-Druckpulver, also für Additive Manufacturing Pulver, in Betrieb nehmen gerade. Sie finden nirgendwo auf der Welt diese Anlagen, wo wir für stahlbasierende Pulver, für Nickel-Basispulver und die letzte Anlage wird erst Mitte nächstes Jahr in Betrieb gehen, für Titanpulver höchster Qualität die Pulver produzieren. Wir haben, wie bereits erwähnt, einen unserer Partner, unser Netzwerkpartner, direkt vor der Tür, die Firma Bankel. Wir haben gestern gerade wieder eröffnet, das ist auf unseren Anstoß auch jetzt die vierte Veranstaltung, das ist in Wien die internationale Tagung für 3D-Druck. Dort wurde diese Kooperation Bankel, Fösterbiene, Böhler vorgestellt und das ist auch weltweit einmalig. Und wir machen da Riesenschritte nach vorne. Sie wissen ja, Bankel investiert dort in Kapfenberg zum Beispiel in 3D-Drucker und wir mit der Fösterbiene Edelstahl begleiten das Ganze mit der Werkstofftechnologie. Das ist wirklich ein Riesenschritt und auch eine Zahl, damit Sie auch das Gefühl kriegen, was kostet das? Also dieser Einstieg in die 3D-Technologie. Ja? Wir haben ja da vor 4 Jahren begonnen. Der Einstieg in diese Technologie, CapEx und OpEx, also Investitionen in Anlagen und Investitionen in Mitarbeiterentwicklung, hat uns bis jetzt 40 Millionen Euro gekostet. Davon gehen 21 bis 22 Millionen in die Steiermark. Und der Rest geht weltweit. Wir haben hier ein Multidomestic-Konzept gewählt. Wir haben mittlerweile ein Zentren in Deutschland, in Amerika und in Schweden haben wir etwas und in China. Also in Taiwan und in China. Und in Singapur, das darf ich nicht vergessen, dort haben wir auch ein Zentrum. Also wir sind hier gleich von vornherein einen Multidomestic-Ansatz gegangen. Und das muss man schon einmal stemmen. Nicht? Und darum glaube ich, auch mit Recht behaupten zu können, dass wir in unserer relevanten Branche hier wirklich das Benchmark sind weltweit. Was sich im Bau befindet, was wir abgeschlossen haben, ist ein super modernes Logistikzentrum, also Smart Logistik. Im Werk, um hier die Basis zu schaffen, nach außen zu wirken. Wir haben das Sonderstahlwerk erweitert und im Bau befindlich ist gerade das Edelstahlwerk, das kennen Sie ja mittlerweile. Da ist übrigens die Kapfenberger große Mauer nahezu fertig. Sie kennen, wissen, 700 Meter, 15 Meter hoch, ja. Also ein riesiges Bauwerk, gibt es ein Foto dann. Und die Schmiedelinie für die Flugzeugteile, da ist jetzt das Housing bereits fertig, die wird nächstes Jahr in Betrieb gehen. Das ist die Gesenkschmiedelinie, also die Schnellschmiedemaschine in der BEG, die Gesenkschmiedeanlagen in der Aerospace. Hier sehen Sie ein paar Bilder. Wir werden das dann in Natura sehen, wie es sich bewegt. Die einzelnen Themen, also die Schnellschmiedemaschine, 40 Millionen Euro, für rotierende Turbinenteile, also das sind schon Größenordnungen, da wir in die Vorlage gehen, das ist schon enorm, aber auch für Öl- und Gasindustrie, wo wir mittlerweile wirklich bei großen Serviceunternehmen uns hervorragend positioniert haben in Amerika. Wir haben gerade in Houston voriges Jahr eröffnet und mittlerweile hervorragend hochgefahren, zwei kleine Werke in einem Werk, wo wir also die Distribution mit Lager, mit Zuschnitt machen, im zweiten Werk, wo wir Verarbeitung machen, wo bereits aber jetzt auch ein 3D-Drucker steht und Wärmebehandlung steht. Und in Singapur, wo wir große Anteile der lokalen Bearbeitung von Kunden übernommen haben und bereits Flugzeugteile, Öl- und Gasteile, bearbeiten. Die technischen Daten, die sind vielleicht nicht so interessant für Sie, aber die Größe dieses Aggregats, also nur damit Sie das Gefühl haben, wir haben die ganzen Anlagen gehen 12 Meter in die Tiefe und das bisschen, was Sie da oben sehen, das ist wirklich nur die Spitze vom Eisberg, also das sind schon gewaltige Anlagen. Und das meiste, muss ich dazu sagen, und das ist auch natürlich ein Windfall, das meiste gebaut mit österreichischen, insbesondere mit steirischen Baufirmen zum Beispiel. Ja. Also hier, was wir hier an Investitionen auch anstoßen für die steirische Industrie, ist auch bemerkenswert. Hier sehen Sie ein Bild von unserem
von unserem Pulverzender, da sind wir ein bisschen zurückhaltend, also mit den Bildern aus verständlichen Gründen, da ist es ein großes Interesse, wir kriegen immer wieder Anfragen, jetzt haben gerade gestern haben wir einen Brief gekriegt von einem chinesischen Unternehmen, das sich angepriesen hat als Kooperationspartner, aber als allererstes in Jena Sie besuchen möchte, Herr Gröblinger in Kapfenberg, ich habe das dankend abgelehnt, Ihr Einverständnis vorausgesetzt. Ja. Das ist die Pulverlinie. Hier sehen Sie ganz interessant, weil es geht jetzt nicht immer nur um Produktionsanlagen, ne? Sondern man muss ja auch sehr viel investieren rundherum. Und wir haben hier eins der modernsten chemischen Labors in Kapfenberg hingestellt, wo 40 Labortechniker über 200.000 Proben verarbeiten. Auch das nur mit Digitalisierung möglich. Sie sehen dort Roboter drinnen, Sie sehen dort Computer stehen mit allen drum und dran. Sie müssen sich vorstellen, vom Stahlwerk innerhalb von 30 Sekunden kommt eine flüssige Probe in das Labor. Ja? Und dann muss das Labor in unvorstellbarer Schnelligkeit diese Probe analysieren, um möglichst in Echtzeit das zurückzubringen an das Stahlwerk, damit die an dem Prozess noch verändern können. Das ist ein enormer Prozess. Ja? Also das ist ohne Digitalisierung und diese Möglichkeiten und in Zukunft auch künstliche Intelligenz gar nicht darstellbar. 3 Sekunden mit 140 Kilometer, das ist unglaublich. Ja. Aber die alte Rohrpost, ja, ist hier das Trägermedium. Ne? Das ist schon beeindruckend. Ne? Und Sie sehen Analyseergebnisse, in bis zu 6 Minuten ist das alles wieder dort und dann kann er noch reagieren. Im neuen Stahlwerk, ja, wird das Ganze mit Blockchain-Technologie gehen. Das wird also noch schneller, noch effizienter, noch besser und dann wird dahinter natürlich auch eine Logik stehen, so ähnlich wie die IBM-Logik für die künstliche Intelligenz. So, und dann haben wir hier das große Stahlwerk. Sie sehen hier die Mauer, ganz gut sieht man es nicht, aber immerhin ein bisschen was sieht man davon. Dort sind wir gut im Rennen. Wir haben ca. 60% des Auftragsvolumens vergeben. Jetzt gehen wir in den Endspurt. Die nächsten Baulose und die nächsten Themen werden innerhalb der nächsten 3, 4, 5 Monate vergeben. Wir sind im Zeitplan, wir sind sogar etwas schneller als geplant. Schauen wir, dass wir das aufrechterhalten. Bin sehr zuversichtlich. Also die Damen und Herren machen dort einen ganz gewaltigen Job, 350 Millionen so drüber zu bringen. Bis jetzt, und das wird so bleiben, sind wir voll im Plan, in Zeit und in den Kosten, möchte ich erwähnen. Ist ja ganz wichtig. Und nicht immer, muss ich sagen, so einfach zu erreichen. So, das ist jetzt aber eine Investition. Jetzt haben wir ja gesprochen über Factory the Future, auch Smart Factory, Smart Logistik, auch Smart Product mit dem 3D-Druck. Was machen wir begleitend? Eines unserer Themenstellungen, und das ist eine Kernthemenstellung in der Digitalisierung, ist, wie kommen wir an die Expertise? Das sind ja Technologien, die kann man jetzt nicht nur aus sich heraus entwickeln, wir müssen Menschen mit dieser Kompetenz zu uns herbringen. Ja? Und das ist sicherlich gerade hier in der Steiermark, aber überall in ganz Europa, auf der ganzen Welt, nicht so einfach, aber bei uns ist es natürlich, obwohl die Steiermark ein wunderbares Land ist, aber und kann ich nur jedem empfehlen, hierher zu kommen, aber es ist für junge Leute, und das sind in erster Linie junge Leute, schon nicht so einfach, die zu begeistern, hierher zu kommen. Und daher haben wir ein Digital Competence Center gegründet, als Nukleus, damit wir diese Kompetenzen unseren Werken, unseren Leuten zur Verfügung stellen, wo wir entwickeln, weil one fits all, da gibt es kein Rezept. Ja. Man muss sehr spezifisch auf die eigenen Geschäftslogiken und Technologien hin entwickeln. Und wir haben dieses Technologiezentrum entwickelt, das ist in Kapfenberg, bereits sehr gut ausgestattet, international. Also es sind nicht nur Österreicher und Deutsche, aber wir haben mit Kollegen aus Slowenien, wir haben Kollegen aus Indien, wo es nicht so einfach war, weil in Österreich hier auch einen Super-Experten herzubringen und die Arbeitsgenehmigung zu kriegen, also das war kein Ausgang, also da muss unsere Politik noch etwas nachschärfen. Ja. Jetzt kommt gerade ein Spanier dazu und ein Portugiese aus Singapur ist am Anfliegen, also da ist zum Beispiel ein Data Scientist dabei, Robotiker dabei, Data Analyst und einer für hochtechnologische Bearbeitung und das ist der Nukleus.
Und über die gesamte High-Performance-Division haben wir ein Netzwerk gespannt, wo wir auch in den einzelnen Locations jetzt unsere Digitalisierungsleute haben. Aber dieses Netzwerk arbeitet zusammen und das ist der Nukleus. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn es für Sie immer interessant ist, sich dieses digitale Kompetenzcenter anzuschauen und den Spirit und den Geist dort etwas einzuatmen, der dort herrscht. Und ganz wichtig, und da komme ich dann eh schon zum Ende meines Vortrages, sind natürlich unsere Mitarbeiter, die jungen, aber auch die bestehenden Mitarbeiter. Wir haben erkannt, wir müssen hier bereits sehr, sehr früh ansetzen. Wir sind ja einer der größten Lehrlingsausbilder überhaupt in der Steiermark mit 270 Lehrlingen. Dabei zu erwähnen, dass wir bitte mittlerweile fast 25% an Mädchen haben, ja, so also in der Größenordnung. Also es ist nicht mehr so, dass der klassische, und ich sage jetzt gar nicht der Facharbeiter, muss ich nur sagen, das sind alles Prozesstechniker und Technikerinnen. Ja. Also das sind Anforderungen der Zukunft, die mit dem klassischen Facharbeiterbegriff so eigentlich nicht mehr zu umfassen sind. Natürlich ist das Grundwissen des Facharbeiters immens wichtig, aber es wird mehr und mehr angereichert und muss angereichert werden mit diesen Technologien. Und wir haben dort eingerichtet ein neues Elektronik-Automatisierungslabor, wir haben 3D-Drucker dort, wir haben Schulungsroboter dort, wir haben eine digitale Lernfabrik aufgesetzt, gemeinsam mit der FH im Technikum in Wien, wo jedes Jahr Schulungs- und Lehrblöcke, aber nicht theoretisch, sondern wirklich mit der Aufgabe, zum Beispiel ganze Prozesslinien aufzubauen, mit den Lehrlingen gemeinsam durchgeführt wird in Blockveranstaltungen. Und das bringt nicht nur unheimliche Erfolge in der Wissensfindung, sondern auch in der Begeisterung der jungen Leute. Und das ist enorm wichtig. Wir können nicht nur Experten hierher holen, wir müssen hier auch weiterentwickeln, und das ist auch eine Adresse, die ich immer wieder an die öffentliche Hand gebe. Wir müssen hier intensiv investieren, Makerspaces bauen, wir müssen den Zugang zu dieser Technologie für die Unternehmen ermöglichen, weil sogar wir als großes Unternehmen hier massiv gefordert sind. Aber gerade die mittelständische Industrie oder die KMU, die sind in diesem weltweiten Wettbewerb der Digitalisierung hoffnungslos verloren, wenn sie hier nicht Unterstützung bekommen. Darf ich nur nebenbei hier erwähnen. So, und dann haben wir natürlich ein hervorragendes Netzwerk in der Steiermark, das habe ich heute schon erwähnt, und darum ist, glaube ich, der Begriff Digital Metal Valley Styria durchaus, oder Steiermark durchaus gegeben. Wir haben das FH Johanneum in Kapfenberg, wo wir gemeinsam in ein Smart Production Lab investiert haben. Also wir machen nicht alles selbst, wir haben unsere Partner. Wir haben gerade vorige Woche gemeinsam mit Bankel, die Voestalpine und Bankel, die Stiftungsprofessur Additive Manufacturing in Leoben an der Montanuniversität, die jetzt endgültig ins Laufen gebracht wird, gerade eine Professur ausgeschrieben. Wir haben das Christian Doppler Labor für Beschichtungstechnologie, wo wir Anlagen hingestellt haben, um eben solche Surface, also so physikalische Oberflächen zu entwickeln, die denken können. Ne? Also wie funktioniert das vielleicht, weil Sie haben vorher sind. Da wird also in die physikalische Beschichtung werden Sensor mit eingebracht. Ja? Und dieser Sensor mit verschiedenen Informationen, das kann Temperatur, das kann Druck, das sein, der gibt Informationen weiter an eine sogenannte Embedded Software, also das ist ein Softwarepaket, und die erkennt jetzt aus der Veränderung dieser Impulse an einem Algorithmus, ob jetzt die Oberfläche zum Beispiel beginnt zu erodieren, und sagte dann genau, wie lange kannst du die Oberfläche fahren. Und jetzt kommen wir zur Ressourcenschonung. Heute, wo wir das nicht wissen, nehmen wir die Produkte viel zu früh zum Beispiel aus der Operation. Ja? Und das grundgenommen generiert eben, dass wir Ressourcen nicht nutzen. Ja? Aber mit dieser Sensortechnik können wir wesentlich genauer steuern und damit eben die Lebenszeit von Produkten verlängern oder den Einsatz von Produkten. Also das sind alles so Themen, wo man sagt, das ist der Smart Footprint. Also so gesehen kann man auch einem Stück Stahl eine enorme Intelligenz über den digitalen Footprint geben, und das ist die Zukunft.
Und in Zukunft werden wir vom Schrott weg oder vom Vormaterial bis zum ausgelieferten Produkt der ganzen Prozesskette, dem Bauteil oder dem Werkstoff, einen digitalen Footprint geben. Und wenn unser Kunde das entgegennimmt, dann weiß er, was damit passiert ist. Sind das physikalische Indikatoren oder sind das wirklich Chips und Räder, die da drin sind? Rechner ist, ich meine, es gibt auch heute schon die Möglichkeit, du kannst heute einen Computer machen, der ist im Mikromillimeterbereich. Mit einer binären Funktion, ja, nein. Ja. Also das, aber wir bauen dort Sensoren ein und die geben dann gewisse Impulse ab in verschiedensten Art und Weise. Und das wird dann in einer externen Software an der Maschine zum Beispiel verarbeitet. Einfaches Beispiel, Sie haben ein Sägeblatt, ja, also ein Sägeband. Ne? Ein Sägeband bekommt einen Footprint, das heißt, das Sägeband heißt, ich bin der Sägeband XYZ und bin am besten geeignet für das Material Y. Ja? Und dann wird das Sägeband eingespannt und dann gibt es einen Sensor. Der Sensor nimmt jetzt, erkennt, welches Sägeblatt ich habe und das Produkt, das ich bearbeite, das kann jetzt ein Metallteil sein, könnte aber letztendlich sogar ein Holzstamm sein, hat auch einen digitalen Footprint. Und das geht in eine Steuerung hinein. Und diese Steuerung kommuniziert es mit der Maschine. Und anhand dieser Daten sieht man, bearbeitet man mit dem richtigen Sägeblatt das Material, fährt man mit der richtigen Geschwindigkeit, hat man richtigen Energieeinbot, die Vorschubgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Und dann weiß die Maschine, solange ich in dieser Bandbreite bin mit diesen Signalen, passt alles, ja. Und wenn es aus der Bandbreite herausgeht, dann nimmt er entweder die Geschwindigkeit zurück und fährt dann ein bisschen langsamer, fährt nach wie vor mit dem gleichen Sägeband. Und dann hat man ein geschlossenes cyberphysikalisches System. Und jetzt kann ich das öffnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier meine Vertriebsorganisation dranhänge, Logistik, ne, dann bekommt die früh genug die Information, das Sägeblatt wird kaputt, das musst du in 3 Tagen auswechseln, ne. Und dann kann ich bereits eine Bestellung oder ich kann meinem Kunden nahelegen, eine Bestellung auszulösen, weil in 3 Tagen bin ich dann in der Lage, ihm das Sägeblatt zu liefern. Und dann ist das ein offenes Cyber-Physical System. Und so gehen wir, das ist die Zukunft. Und dafür brauche ich jetzt Smart Sales. Ja? Ich brauche also diese Schnittstelle auch auf digitaler Basis zu meinem Kunden. Ob das jetzt eine B2B-Schnittstelle ist oder eine geschlossene Plattform mit vielen Kunden, das ist dann eine andere Themenstellung. Das ist die Zielrichtung. Nicht? Überall arbeiten wir bereits, aber ich darf Ihnen sagen, was wir jetzt antizipieren können an den Möglichkeiten, die diese Technologien geben, da werden wir die nächste Dekade brauchen. Also das ist doch sehr, sehr viel Entwicklung drinnen. Wir brauchen, um das, was wir jetzt glauben, antizipieren zu können mit Technologien, wir brauchen 10 Jahre. Und das ist aber ein System, das sich immer weiterentwickelt. Also so wird uns diese Themenstellung der 4. industriellen Revolution, denke ich, zumindest eine ganze Generation von jungen Damen und Herren begleiten. Das ist so, damit man nur die Dimension ist. Also keiner... Ich glaube, wenn man heute über das Thema spricht, Digitalisierung, dann muss man eines sagen, es ist nicht eine Frage, dass man, wenn man jetzt dabei ist, dass man ganz vorne dabei ist, aber es ist sicher eine Frage, wenn man sich jetzt nicht dem Thema widmet, dann wird man in absehbarer Zeit gar nicht mehr dabei sein. Also das ist unser Kernthema. So, das ist Kapfenberg, das haben Sie gesehen und jetzt gehe ich aber nochmal zurück, weil da kann ich Ihnen jetzt, denke ich, hoffentlich abschließen. Wie ist das jetzt, der Film abschließen? Bitte? Soll auch mit Klick. Sollte auch mit Klick gehen. Sie machen das, Sie klicken jetzt nochmal für mich. Sie sehen also, die Digitalisierung hat bei mir zumindest noch nicht so richtig Einfluss genommen. Aber dafür ist die Frau Herrmeter perfekt. Das ist immer so, wenn man über Digitalisierung redet, das ist mir gestern auch passiert, dann haben wir nicht einmal keinen Computer hochfahren. Das war dann echt peinlich. Das war echt peinlich. Das. Weil dann ein Mensch jetzt noch... In Wien beim Weltmarktführerkongress, da ist auch noch dazu. Ne? Und irgendwann, wenn das länger dauert, geht da irgendwann der Schmäh aus. Ne? Am Anfang kannst du noch irgendwelche... Okay, also...
Voestalpine. So, danke, meine Damen und Herren, das war meine Präsentation über das Geschehen in der High Performance Metals Division in der Steiermark. Danke. Und ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen einen Einblick gegeben, was auch ein bisschen dahinter steht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass, also etwas Einblick ist gut gesagt, das war ein sehr, sehr vertiefender Einblick, wo wir auch ganz, ganz viel reden drüber sollten und das Gespräch möchte ich jetzt eröffnen. Erlauben Sie ganz kurz eine Frage, was mir gleich zu Beginn Ihrer Ausführung eingefallen ist. Wo gäbe es dann überhaupt noch eine Expansionsmöglichkeit? Eigentlich nur im Ausland, oder? Ja, schauen Sie, Österreich, ich meine, aus Österreich heraus gehen wir sowieso mit weit über 90% unseres Umsatzes. Europa hat Expansionsmöglichkeiten mit neuen Geschäftslogiken. Ja? Also in erster Linie zum Beispiel diese Smart Products Ansätze. Und in Übersee gibt es definitiv noch Expansionsmöglichkeiten und Wachstumsmöglichkeiten auf der Volumensebene. Aber auch dort wird mehr gefragt, dass wir unsere Geschäftslogiken mit neuen Angebotslogiken bereichern und anreichern. Und da haben wir einige Pfeile im Köcher. Ja. Bitte schön. Bitte, Herr Kommissar, bitte. Ich hätte eine praktische Frage. Das ist ja wahnsinnig viel Innovation und Technologie. Wie weit spielt die Partnerschaft mit Lieferanten? Unsere Presse gesehen, Laserstrahlgeräte. Ist das so ziemlich auf Augenhöhe, dass auch viel Input von Partnern kommt, wenn die mal verschiedene geliefert haben? Oder seid, müsst schon ihr da Treiber sein, weil die natürlich, ihr natürlich am Markt seid und wisst, was der Markt braucht? Wie kann man sich das auf ein vorstellen? Ja, man muss das jetzt trennen in zwei Themenstellungen. Das Antizipieren, was der Markt braucht und was in Zukunft brauchen wird, das ist definitiv unsere Aufgabe. Wobei die Sache heute insofern spannender wird, weil man sich mehr und mehr mit Backmärkten beschäftigen muss. Nicht? Also ich habe zum Beispiel die Digital Natives angesprochen. Unser direkter Kunde ist ja eigentlich der den Bedarf der Digital Native umsetzt. Um das jetzt früh genug antizipieren zu können, müssen wir uns eigentlich mit den Digital Natives per se auseinandersetzen. Und nicht nur mit jenen Unternehmen, die die Bedürfnisse umsetzen. Und das ist auch bei anderen Themen so. Wir müssen heute, früher war unser direkter Kunde, ich gebe nur ein Beispiel, ausschließlich der Werkzeugbauer. Ja? Heute müssen wir mehr und mehr an jene Leute rangehen, die das Werkzeug brauchen. Und mit denen versuchen, die Brücke zu finden, denn die geben uns die Advices für die Zukunft, was sie brauchen. Insbesondere deshalb, und jetzt entschuldigen Sie mir, wenn ich wieder auf die Digitalisierung komme, jeder in der Wertschöpfungskette betrachtet Digitalisierung anders. Ausschlaggebend ist allerdings nur das, was der Endkunde will und haben will. Ja? Und da müssen wir, und das sind große Herausforderungen. Von den Lieferanten her, der Kommissar, ist eines ganz definitiv richtig. Um diese Aufgaben zu bewältigen, braucht man ein Ökosystem. Die Zeiten, wo man alles selber im eigenen gemacht hat und wenn man noch so viele Ressourcen hat, die sind lang vorbei. Ein Ökosystem bedeutet, wir müssen Partnerschaften, offene Partnerschaften, faire Partnerschaften, auch mit Lieferanten, mit Zulieferern in jeder Form machen. Wir müssen mit Universitäten, wir müssen uns eröffnen, wir müssen mit Startups arbeiten, was für ein großes Unternehmen wie wir natürlich relativ schwierig ist. Da prallen Mentalitäten aufeinander, das ist unglaublich. Aber das zu schaffen, ist der Schlüssel des Erfolgs für die Zukunft. Und ich glaube, dass wir eben mit diesen Aktivitäten, ich habe Ihnen einige gezeigt hier in der Steiermark, dabei sind, uns hervorragend zu vernetzen. Und das ist eine Stärke eben gerade hier in diesem Umfeld, in diesem Industrieumfeld. Aber die kann man noch viel mehr stärken, muss ich sagen. Das kommt nicht von selbst. Aber ich glaube, dass da die Wahrnehmungsbereitschaft da ist, auch die Wahrnehmungsfähigkeit. Und jetzt müssen wir in der Umsetzungsfähigkeit massiv arbeiten. Bitte schön. Ich hätte eine Frage. Im April, als die Entscheidung, also da war ja schon der Spatenstich, aber als die Entscheidung gefallen ist für das Edelstahlwerk, hieß es, dass die langfristige Strompreisentwicklung ein besonderer Faktor war, den man bedacht hat. Jetzt sind einige Monate vergangen, hat
das in den letzten Monaten bestätigt, dass es die richtige Entscheidung war, oder gibt es dann nach wie vor bezüglich des Strompreises Bedenken, wo man sagt, das könnte sich noch ja, in eine Richtung entwickeln, die wir nicht erwartet haben? Der Strompreis ist definitiv ein Faktor. Wie Sie ja sicher wissen, haben gerade in den letzten Monaten sind die Strompreise enorm gestiegen. Nicht zuletzt war auch die Netztrennung von zu Deutschland ein wesentlicher Faktor, und die Strompreissteigerungen sind natürlich schon in einer Größenordnung, die uns auch überrascht hat. Aber an einer so strategischen Entscheidung gehst du nicht heran und sagst, das ist ultimativ schwarz oder weiß. Wir haben uns natürlich schon die Bandbreiten angeschaut, die wir verkraften können, und auch die Möglichkeiten analysiert, welche wir haben, um entgegenzuwirken. Also, und entgegenwirken können wir eben nur durch Ressourcenschonung. Ne? Und das habe ich ja früher versucht auch zu erklären. Der Druck jetzt, gerade alle Möglichkeiten umzusetzen, die wir haben aus den Technologien heraus, ist natürlich gestiegen. Aber an der Entscheidung, dass es richtig ist, war, ist und sein wird, hier in Kapfenberg diesen riesigen Schritt zu geben, gibt es keinen Zweifel. Und Strompreise, ich meine, wir leben hier nicht auf einer Insel des Seligen allein. Ich meine, es ist ja in Deutschland das Gleiche. In Deutschland ist es zum Teil noch exorbitanter, weil die haben 5 verschiedene Netzbereiche, die untereinander noch verschiedene Netzkosten haben. Also das ist schon ein Grundproblem in Europa, dass die energiereiche Industrie, die energiebedarfsreiche Industrie in Europa, schon sehr zu kämpfen wird in Zukunft, wenn das so weitergeht. Aber wir müssen basierend auf unserer Können und Intelligenz Lösungen finden, um das zu kompensieren. Vor allem in skandinavischen Raum ist ja der Strompreis doch deutlich billiger als jetzt in der europäischen. Er ist billiger, deutlich nicht, aber er ist billiger. Ja. Wir werden längerfristig da auch neue Modelle finden müssen, um diese Netzkosten und so weiter besser in den Griff zu kriegen und hier die Abhängigkeiten etwas zu reduzieren. Das wird also notwendig sein. Zwar vor, glaube ich, 3 Wochen war beim Kommerzialrat eine sehr interessante so eine Akademie. Und über das Thema auch, welche neuen Routen der Steuerentwicklung, Wasserstoff und so weiter da sind. Das, was mir allerdings aufgefallen ist, im medialpolitischen Kontext ist ja der Stahlproduzent noch immer eine Art Ansammlung von Umweltschmutz, und die Leute werden teilweise dargestellt, wie wenn sie quasi Kohlenarbeiter noch werden. Das sieht man bei ihnen aber nicht mehr. Ne? Das heißt, diese Branche ist ja, glaube ich, auch diesbezüglich im Umbruch. Wo geht es da hin und wie glauben Sie, dass Sie den Energieeinsatz auf der einen Seite, das sind die Kosten, ne, und die Umweltbelastung auf der anderen Seite, wo Sie da doch reden können? 2 Antworten. Die erste Antwort: um ein Image eines Industriebereichs zu drehen, das ist eine der schwierigsten und langfristigsten Aufgaben und Herausforderungen überhaupt. Ja. Weil man den Menschen nahebringen muss, was es eigentlich heute heißt, Werkstoffe zu erzeugen. Das sind Hightech-Arbeitsplätze. Aber es ist natürlich aus der Vergangenheit, insbesondere dort, wo man so eine lange industriepolitische Vergangenheit hat, tief in den Menschen drinnen die Bilder vous der Vergangenheit. Zur Voestalpine darf ich nur sagen, dass wir schon lange kein stahlerzeugendes Unternehmen. Wir sind, ganz abgesehen davon, dass wir andere Werkstoffe auch haben, ist die Stahlerzeugung per se nur mehr ungefähr ein Drittel unserer Wertschöpfung. Der Rest ist bereits Systemtechnik. Und wenn ich Ihnen sage, dass zum Beispiel meine Kollegen hier in der Steiermark übrigens Elektroniksysteme entwickeln, wo sie die Achstemperatur eines Waggons, der mit 200 km/h drüberfährt, in der Sekunde abnehmen und dann elektronisch verarbeiten und damit quasi dem nächsten Stellwerk sagen, der Waggon muss raus, hat das mit Stahlerzeugung nichts mehr zu tun. Also wir transformieren hin zu einem Hightech-Unternehmen, Technologieunternehmen, aber die Basis der Werkstofferzeugung ist heute Hochtechnologie. Ja? Die Anzahl der schmutzigen, schwierigen und schweren und gefährlichen Arbeitsplätze wird per se immer kleiner. Die Anzahl der Hightech-Arbeitsplätze wird immer höher. Und die zweite Frage war das Energie, Wasserstoff.
Wasserstofftechnologie ist eine die Zukunft der Technologie. Um die Technologien der Stahlerzeugung zu setzen, und das ist ganz klar, werden wir, und wir sehen einen Horizont bis 2035, um das wirklich großtechnisch auch im Griff zu haben. Also da ist viel Entwicklung, Arbeit zu machen, aber da geht es nicht nur um die Stahlerzeugung rein. Wir müssen auch entwickeln, das machen wir gemeinsam mit Verbund und anderen Partnern, wie wir überhaupt den Wasserstoff im Volumen und in der entsprechenden Wirtschaftlichkeit herstellen können. Ja? Weil diese Elektrolysen, die heute großflächig Wasserstoff herstellen können, die gibt es in der Form noch nicht. Und dann kommen wir eigentlich zum Kernproblem. Wir müssen aber dann die enormen Strommengen mit Grünstrom herstellen, weil sonst habe ich den Footprint ja wieder nicht. Wenn ich dafür Kohlekraftwerke anheizen muss oder Gaskraftwerke, dann habe ich den Footprint nicht. Also müssen wir Grünstrom herbringen. Wasserkraft, Windkraft, whatever. Ja? Aber unseren Energiebedarf für diese Transformation zu decken, brauchen wir, ich denke, Frau Heimer, das sind 11 Donaukraftwerke oder so, oder ja, in der Größenordnung. Also wir würden 11, 12 Donaukraftwerke brauchen. Ja? Das müssen wir jetzt mit Grünstrom bringen und dann kommt es, wie bringen wir das überhaupt her? Also hier haben andere Partner auch noch eine Riesenarbeit zu leisten. Die ist machbar, aber das ist eine Riesenherausforderung. Aber wir sind dabei, wir warten nicht. Wir sind sowohl auf der metallurgischen als auch auf der Wasserstoffseite vorne dabei jetzt in der Entwicklung. Aber es muss auch klar sein, jedem, auch der Politik, die ja hier die Regeln gestaltet, das ist keine Sache, die man in 3 Jahren macht. Da ist Grundlagenforschung zu betätigen. Bitte, dann. Jetzt gehen wir die Fundamentaldaten beim kompletten Konzern und bei der sowieso. Trotzdem ist der Aktienkurs natürlich der benefizierte Wind seit 3-4 Jahren etwa. Und der offensichtlich antizipiert der Markt irgendeine Entwicklung, die uns jetzt da bevorstehen wird. Ich kann mir nur vorstellen, dass das mit diesem Handelskonflikt zwischen den USA und China in irgendeinem Zusammenhang steht. Wie weit kann das der Fürstalpine langfristig sogar nützen, wenn der US-Präsident in China eine Marktöffnung durchsetzt und erreichen kann, dass ihr dort direkt investieren könnt, was ja jetzt nicht gegeben ist? Zwei Themen stehen. Erstens, über Aktienkurs und so weiter gibt es ausschließlich einen und nur einen in der Fürstalpine, der diesbezüglich bitte mir da nachzusehen über die, also wenn Sie mich heute fragen, Aktien, ich wüsste auch keine Antwort drauf, warum alles. Das ist für mich manchmal wirklich ein Buch mit 7 Siegeln. Aber grundsätzlich zu dem Thema. Das zweite Thema, nützen oder nicht nützen. Schauen Sie, die Fürstalpine als global agierendes Unternehmen ist mittendrin in diesen Verwerfungen. Ja? Da kann man jetzt nicht sagen, dass irgendein Handelskonflikt nutzt. Ich meine, wir haben heute über China gesprochen. China hat für sich selbst ein Einbremsen des Wachstums. Aber es gibt da so viele indirekte Vernetzungen. Nicht? Wenn der Trump mit den Chinesen sich anlegt und den Chinesen Volumenströme nach China verhindert, dann suchen die andere Volumenströme, die kommen unter Umständen nach Europa, drücken hier auf die Wettbewerbsfähigkeit. Ja? Wenn der Amerikaner mit den Deutschen, mit den Automobilen einen Zoll drauf haut, dann nutzt das zwar uns in Amerika, aber umgekehrt kann sein, dass damit Europa zu. Also es ist so ein, es ist fast wie ein neuronales Netz. Also die Weltwirtschaft funktioniert so wie ein neuronales Netzwerk. Nicht nur einer Ebene, sondern mehrheitlich vernetzt. Und darum kann man das jetzt nicht so reduzieren, zum Beispiel nur auf das Thema, was passiert, wenn man mit China und Amerika sich anlegt. Und das ist das, wenn Sie mir diese Kritik erlauben, wo der Trump, glaube ich, hier intellektuell dieses neuronale Weltwirtschaftsnetzwerk so entweder bewusst oder unbewusst überhaupt nicht berücksichtigt. Das kann ich nicht beurteilen, ob es bewusst ist oder unbewusst. Aber es ist ein sehr filigranes Gefüge. Und das ist auch der Grund, unsere große Herausforderung, das haben Sie da auch gesehen, ist, wir müssen flexibler werden. Das ist keine Sache jetzt, die kurzfristig ist. Wir sind an einem Zeitenwandel. Ja? Und hier gilt es, mit unseren Wertschöpfungen, mit unseren Wertschöpfungsthemen, mit unseren Strategien höchste Flexibilität zu bekommen, um reagieren zu können, umschichten zu können, neue Wege aufzuzeigen. Das ist das Gebot der Stunde.
Weil man kann das nicht. Also ich kann mich nur erinnern, in den jüngeren Jahren darf ich jetzt auch schon sagen, wenn wir da Strategien aufgelegt haben, da haben wir Planungskonstanten gehabt. Ja? Der Dollar ist ungefähr da gewesen, Energiekosten waren da. Es haben die Handels, da ist gewusst, da haben wir einen Zoll, da haben wir keinen Zoll, der ist so. Da waren Planungskonstanten. Ja? Ich würde heute sagen, dass wir 80% dieser Planungskonstanten verloren haben. Und trotzdem müssen wir aber, wie bei einem Stahlwerk, nicht nur auf 3, 4, 5, sondern auf Dezennien investieren. Und das kannst du nur, wenn du einen Korridor aufmachst in deinen Überlegungen, in deinem Geschäftsmodell, in dem du flexibel reagieren kannst. Und da geben uns aber neue Technologien, wie zum Beispiel 3D-Druck, wieder die Möglichkeit, weil die Wertschöpfungskette vom 3D-Druck kleinzelliger ist und auch vom CAPEX, also von den Investitionen, kleiner ist und sie ist vor allem verschiebbar. Ein Stahlwerk kann man nicht verschieben, ja? Oder ein Walzwerk oder eine Schmiedelinie. Aber eine Druckerbataillon, ja, das kann ich unter Umständen verschieben. Also das alles sind diese Game Changer, mit denen wir jetzt arbeiten. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen beantworten. Eine klare Antwort kann ich Ihnen leider darauf auch nicht geben. Wenn ich an die Frage abschließen darf vom Kollegen, CRRC, also China Railroad Company, hat in Wien mittlerweile eine eigene Europazentrale eingerichtet. Inwiefern spielen eben chinesische Unternehmen mittlerweile im europäischen Markt sozusagen auch als Konkurrent für die Füchsenrolle? Naja, schauen Sie, das ist ja ein Fallout aus dieser Seidenstraßenstrategie. Ne? Also die Chinesen mit der Seidenstraße erobern de facto damit ihre Wirtschaftsräume Richtung Westen und die Anbindung an Europa ist eine der wirklich größten Wirtschaftszonen, ist für die Chinesen wirtschaftlich enorm wichtig. Für uns übrigens auch, ist nicht nur eine Einbahnstraße, das muss man schon auch klar und deutlich sagen. Dass China in seiner wirtschaftspolitischen Strategie eine Internationalisierungsoffensive geht in zwei Richtungen. Die eine Richtung ist die Sicherung der Rohstoffe, da ist in erster Linie Afrika im Visier der Chinesen. Und das zweite ist die Sicherung von Zukunftstechnologien und da ist halt Europa das Ziel der Begierde. Und das ist der Grund, warum die Chinesen hier investieren. Und damit baut sich natürlich jetzt eine dritte, es hat immer zwei Säulen gegeben, Amerika, Europa, ja, jetzt baut sich eine dritte Wirtschaft, ein dritter Wirtschaftsblock auf, der definitiv in absehbarer Zeit in Augenhöhe mit uns sein wird und damit gibt es natürlich per se und grundsätzlich einen verschärften Wettbewerb, der aber auch positiv und belebend sein kann. Weil eins ist auch klar, ich meine, auch die Chinesen kochen nur mit Wasser. Ja. Also Zug gefürchtet ist auch tot, oder tot gefürchtet ist auch tot. Also, und da gibt es noch das hat mir Großmutter gesagt, in der Steiermark, Angst und Geld haben wir nie gehabt. Also ich fürchte mich nicht vor den Chinesen. Ne? Sie haben vorher in Ihrer Präsentation noch was anderes angesprochen, nämlich Blockchain-Technologie. Ja. Inwiefern spielt das jetzt sozusagen für die FÖST eine Rolle und wo wird die eingesetzt über die Behörden? Naja, Blockchain-Technologie spielt eine große Rolle, nicht nur die FÖST für die Zukunft. Einfache Beispiele, wenn wir heute zum Beispiel sprechen zum Stahlwerk. Nicht? Dem Stahlwerk werden in der Sekunde 6000 Impulse aus Sensoren herausgezogen aus den Prozessen und dann habe ich im Stahlwerk einen Edge-Computer, Edge-Computing. Nicht? Dort werden auch diese ganzen Prozesse verarbeitet und da geht es einmal und dann sollen die in eine Cloud hinein. Nicht? Weil der nächste legende Prozess, Sie korrigieren mich, wenn ich ganz daneben liege, ja? Der muss ja auch mit Informationen aus dem Stahlwerk versorgt werden. Ne? Und da geht eine riesen Datenflut und diese Datenflut letztendlich mal über die gesamte Prozesskette wird man all along nur mit Blockchain-Technologie gesichert auch und strukturiert weiterbringen. Ja? Zum Beispiel, wo für uns Blockchain-Technologie denn genauso, das wird einmal in den Zahlungsverkehr, der Zahlungsverkehr wird mit Sicherheit international mit Blockchain-Technologie sich entwickeln, aber da sind wir noch weit weg. Glauben Sie nicht? Nein. Ich glaube schon. Ich wundere, dass Sie nicht in die Biotop-Welt sind. Das ist nämlich das andere Thema, was ich bezüglich Strom, da gibt es ja auch immer wieder Anspielungen, dass das in Zukunft abgerechnet wird über Kryptowährungen oder Blockchain. Naja, Blockchain hat mit Kryptowährungen aber nichts zu tun.
Ich meine, also Bitcoin und Blockchain, das sind schon zwei verschiedene, weil Blockchain bitte ist eine anders verschlüsselte Art und Weise, große Datenmengen gesichert von A nach B zu bringen. Also Kryptowährung, Bitcoin braucht Blockchain, ja? Aber ich brauche es genauso, wenn ich enorme Datenmengen aus Prozessen heraus von A nach B bringen will, vorhin gesichert. Ja? Das heißt, um technisch ins Detail zu gehen, wir reden bei der First von einer Private Chain, Hyperledger-Lösung in die Richtung und nicht in einer Private Chain, sprich Kryptowährung. Nicht von einer, ja. Aber das sind die Themenstellungen, die uns jetzt einmal. Ja, also Blockchain ist nicht Blockchain. Ich weiß schon, Blockchain heißt immer normal mit Bitcoin und so weiter und so fort. Aber Blockchain-Technologie, das ist ein Werkzeug. Ja? Das ist so wie der Watson ein Werkzeug. Nicht? Und mit Watson kann ich Schach spielen. Ja? Aber mit Watson, was wir zum Beispiel machen, kann ich auch unstrukturierte Kundenanfragen strukturieren und dann in strukturierte Fertigungsanweisungen überarbeiten. Ich habe die Jota deswegen gemeint, weil die immer andere Technologien, die Blockchain verwendet, wo man immer auch Busfahrt kann, der auch viel schneller ist. Ja, aber wenn es jetzt noch tiefer geht, dann verweise ich gleich weiter da an meinen Kollegen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Blödsinn aus der Zeit. Darf ich abschließend von der Digitalisierung, die das absolute Zukunftsthema ist, zum quasi analogen Thema abschließend noch einmal zurückkommen? Es hat sich ein bisschen eine angespannte Situation gegeben in den vergangenen Wochen rund um die Tarifverhandlungen, Gehaltsverhandlungen. Wie beobachten Sie sowas an so einem wichtigen zentralen Standort? Es ist ja dann nicht zum Streik gekommen, war glaube ich auch am Standort Kapfenberg gar nicht zur Diskussion, aber allein die Streikdrohung, wie beobachten Sie das? Aus einer gewissen Gelassenheit, aus einer gewissen Routine heraus, weil Sie sagen, ja, das gehört jetzt so dazu, das Säbelrasseln oder vielleicht etwas tiefgehender, hat es irgendwie mit einem potenziell sich ankündigenden Ende der Sozialpartnerschaft, die wir über Jahrzehnte eigentlich geübt haben und war gute Praxis, hat die Sozialpartnerschaft vielleicht doch nicht mehr so die Kraft wie in der Vergangenheit? Na, würde ich nicht sagen. Also der österreichische Weg ist verschlungen, aber lang. Ja? Mhm. Also ich glaube, dass das in unserer ureigensten Mentalität als Österreicher liegt, am Ende des Tages immer einen Konsens zu finden. Ja? Und dass da die Vernunft herrscht und dass natürlich, ich meine, in so einer Umwelt die Diskussionen auch immer sehr emotional und scharf geführt werden, aber rein aus der Historie heraus hat man eigentlich immer eine Lösung gefunden und ich gehe nicht davon aus, dass sich das in der Zukunft verändert. Und für uns im Unternehmen, wir pflegen ja eine außergewöhnliche Beziehung zwischen Unternehmen und Mitarbeitern, schon allein dadurch, dass unsere Mitarbeiter am Erfolg der Unternehmen sehr beteiligt sind, dass wir eine sehr offene und gute Kommunikation haben. Die Mitarbeiter sind auch eingebunden in die Entwicklung des Unternehmens, zum Beispiel über KVB-Prozesse. Und da herrscht ein sehr hoher sozialer Frieden und soziales Verständnis. Reden wir es mal miteinander, das ist der springende Punkt. Ja? Und das gilt für alle. Also ich sehe das wird professionell gemacht, da gehört das dazu. Einmal stärker, einmal weniger stark. Aber es ist, denken allen Beteiligten klar, dass wir an einem Strang ziehen. Dankeschön. Danke fürs Kommen. Ich schlage eine kleine Ortsveränderung vor, ein kleines Buffet vorbereitet und natürlich kühlende Getränke, wo Sie so lange vorgetragen haben. Noch einmal vielen Dank, da waren ganz, ganz tolle Facetten dabei. Ihnen vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Wir melden uns mit neuen Themen wieder und ja, ich sage immer herzlich willkommen. Dankeschön. Gerne, ich komme wieder, wenn Sie die Geduld haben, dass ich Ihnen das so breit ausführen darf. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.